Man stelle sich vor, es ist kurz vor Weihnachten und die Stadträte merken es nicht. In den Vorjahren gab es da schon mehr kleine Weihnachtsmänner für die Räte oder ähnliches. Aber es ist ja allerorten Sparen angesagt. Auch bei den Sitzungsgeldern, denn so schnell wie diesmal ging es schon lange nicht. Man könnte meinen, es war der Jahresendsport angesagt, zumindest bis 14.40 Uhr. In diesen 40 Minuten wurden immerhin bereits 25 der 26 Beschlussvorlagen der Stadtverwaltung abgehandelt, die allermeisten einstimmig bestätigt. Darunter auch der Grundsatzbeschluss zur Kindertageseinrichtung Kleiner Maulwurf in der Kreisstraße 3 in Bayerndorf. Die wird dort von den Johannitern in freier Trägerschaft betrieben mit 55 Kindern. Das Problem dabei, das Gebäude entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und ist stark sanierungsbedürftig. Gebaut wurde das Haus 1953 als Lehrlingswohnheim, seit 1985 ist es Kita. Um den Standort langfristig zu sichern, war zu entscheiden, ob Sanierung im Bestand oder Neubau. Nach einer entsprechenden Machbarkeitsstudie schlug die Verwaltung als kostengünstigere Version einen Neubau für 1,3 Millionen Euro vor und legte dazu zwei Varianten vor. Auf Antrag des Bauausschusses entschied man sich einstimmig für die Variante 2 als eingeschossiges Gebäude. Der Gesamtdrucksache wurde ebenso einmütig zugestimmt. Genugtuung auch beim Ortsbürgermeister von Bayerndorf-Sohl, Siegfried Goye. Ja, ich bin natürlich recht erfreut darüber, dass der Stadtrat diesen den wichtigen Beschluss für uns geschafft hat. Und wichtig darum, wir haben einen Reitplatz, auch in der Nähe dieser Kita, die neu errichtet werden soll. Und wir haben die alte Kaufhalle, die ja mal früher mal eine Gaststätte war. Also hier hat sich ein kleines Zentrum gebildet denn, mit dem Neubau. Und das sorgt natürlich dafür, dass Bayerndorf und Sohlen auf diesem Wege auch enger zusammenwächst. Wo müssen endlich die Kinder hin während des Neubaus? Die müssen ja dann aus der Kita, wo sie jetzt drin sind, im Prinzip ausziehen. Donnerwetter, da bin ich wirklich überfragt. Aber die Freude ist erstmal, steht erstmal im Vordergrund, dass es überhaupt so weit gekommen wird. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so lange dauert. Wir haben uns ja noch keine Gedanken gemacht. Von der Kita haben wir insoweit erfahren, dass die Kinder dann verteilt werden sollten. In letzter Zeit stand Bayerndorf-Sohlen des Öfteren in den negativen Schlagzeilen. Es gab Querelen im Ortschaftsrat. Herr Preuß hatte sich zurückgezogen. Es stehen sogar Bußgelder im Raum. Wie ist die aktuelle Situation? Ja, die aktuelle Situation ist die, dass wir haben ja am 12. wie gesagt die Ortschaftsratssitzung. Der Herr Preuß und seine Tochter oder die Frau Erdmann, die haben sich schon bei mir entschuldigt, sodass wir die Ortschaftsratssitzung wieder, wir sind ja im Ortschaftsrat 8 Ortschaftsräte, wieder mit 6 Ortschaftsräten durchführen müssen und öfters Gefahr laufen durch diese Maßnahmen, dass die beiden nicht erscheinen, dass wir denn nicht beschlussfähig sind und die Ortschaftsratssitzung denn nochmal durchführen müssen, also um diese wesentlichen Beschlüsse zu fassen. Und das ist ja gerade in der letzten Zeit ist ja das wirklich nicht wenig. Da steht das sozial-kulturelle Zentrum an, wo der Bürgermeister ja berechtigterweise drängt, Kinder, Schluss damit endlich, beschafft euch einen Dreher, denn das hält man da zurzeit nicht durch. Aber wie gesagt, es gibt wirklich auch viel Erfreuliches bei uns. Es ist ja nicht alles bloß negativ, dass wir, wie wir jetzt in der Zeitung stehen. Und wir feiern im nächsten Jahr 1075-jähriges Bestehen von Bayerndorf. Und da ist an sich der Neubau, der passt also wie so eine kleine Perle dazu, wie so ein kleines Präsent. Und sagen wir doch, Weihnachten steht vor der Tür und dieses Geschenk durch den Stadtrat wurde uns unter dem Weihnachtsbaum präsentiert. Am 17. feiern Sie nochmal, ein paar Worte dazu? Oh ja, da ist die Waldweihnacht bei uns in den Sohlener Bergen. Wir erwarten da 400 bis 500 Gäste. Das ist an sich das größte Event, was in Bayerndorf und Sohlen stattfindet. In den Sohlener Bergen, da wird das Krippenspiel im Freien aufgeführt. Eine Krippe, die aufgebaut worden ist. Viele Kinder sind dabei, wir haben einen Esel, wir haben auch die Notwendigkeit, wie es eben in der Weihnachtsgeschichte so stattgefunden hat. Und diese Weihnachtsgeschichte wird dann da vor dem großen Publikum dargestellt. Laden Sie mal die Magdeburger noch ein? Natürlich laden wir die Magdeburger ein. Heute habe ich nur erstmal ein paar Zettel verteilt im Ortschaftsrat, da gibt es ja noch die Aushänge. Und dann hoffen wir natürlich auf eine rege Pressetätigkeit.
Für den Kita-Neubau wird jetzt erst einmal die detaillierte Vorplanung in Auftrag gegeben. Die erste Beschlussvorlage, die überhaupt für Diskussionen sorgte, war die zur Umsetzung von Angeboten der Schulsozialarbeit. Die sollen mithilfe des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes erweitert werden. Das heißt, neben den bisherigen 20 kommunalen Schulen kommen zukünftig 12 weitere in den Genuss von Sozialarbeitern. Der Bund stellt dafür rund 850.000 Euro zur Verfügung. Allerdings stellt die Stadt dafür ihre eigenen Zahlungen, zuletzt 340.000 Euro für dieses Jahr, ein. Deswegen stellte die Vorlage für Rosemarie Hein von der Linken auch einen Wermutstropfen dar, zumal die Zahlungen des Bundes nach 2013 nur eine Option sind. Sozialbeigeordneter Hans-Werner Brüning versuchte die Angst, dass ab 2014 plötzlich gar kein Geld für Schulsozialarbeit da sein könnte, zu nehmen. Läuft das Bundespaket aus, werde neu entschieden. Auch der Oberbürgermeister argumentierte in diese Richtung. Es komme kein Geld vom Bund mehr und das Land springt nicht ein, werde die Stadt weiterfinanzieren, allerdings kaum in derselben Höhe. Letztlich entschieden die Stadträte sich einstimmig für dieses Vorgehen, jedoch bei neuen Enthaltungen speziell aus den Reihen der Linken. Brauchten die Räte für die ersten 25 Vorlagen also gerade mal 40 Minuten, nahm Punkt 26 eine Stunde 35 in Anspruch. Das war allerdings kein Wunder und fast auch so erwartet worden, votierten doch schon die Ausschüsse vorab sehr knapp und uneinheitlich. Es ging nämlich darum, ob sich Magdeburg für die Landesgartenschau 2018 bewerben soll oder nicht. Die Räte hatten auf Antrag der SPD die Verwaltung beauftragt, dazu eine Machbarkeitsstudie bzw. ein erstes Konzept auszuarbeiten. Das lag nun also vor. Baubeigeordneter Dieter Scheidemann bekannte freimütig, dass sein Dezernat zunächst reserviert reagiert habe. Zumal nicht viel Zeit blieb, denn am 31. Dezember ist schon Ultimo, sprich Bewerbungsschluss. Aber, so Scheidemann, das ausgearbeitete Konzept sei tragfähig und eine hervorragende städtebauliche Grundlage, um Buckau weiter nach Südosten zu entwickeln. Wobei eingefügt werden muss, dass die Räte ohnehin mehr den Südosten der Stadt im Auge gehabt hatten, als sie der Verwaltung den Auftrag zur Studie gaben. Denn ihrer Meinung nach wurde der Südosten seinerzeit bei der IBA zu stiefmütterlich behandelt. Daran erinnerte auch Reinhard Stern, CDU, für den Finanzausschuss. Alle Welt rede vom Sparen und die Verwaltung setze für die Lager insgesamt 42,6 Millionen Euro an, wovon der Eigenanteil der Stadt 12,9 Millionen betragen würde. Stern meinte, dass der vorgesehene Kernbereich in Buckau, hier in der Skizze grün, noch gar nicht im Besitz der Stadt wäre. Wir hätten schon den Tunnel am Bahnhof und die Verlängerung der Strombrücke als geförderte Baumaßnahmen. Da sei die zusätzliche Förderung der Lager doch sehr unsicher. Und die Nachnutzung sei schon bei der Buga schwierig, zumal die jährlich 250.000 Besucher der Buga dann auch zur Lager abwandern würden, woraus sich für die Buga wieder ein erhöhter Zuschussbedarf ergeben würde. Für ihn sei das Ganze viel zu riskant und das Konzept fragwürdig. Dagegen war Oliver Wendenkamp Future für den Umweltausschuss ganz begeistert. Er fand den Kernbereich um das Skatgelände bis hin zur Elbe besonders gut, weil Bevölkerung und Naturschutz davon viel mehr profitieren würden als im Südosten der Stadt. Auch Hubert Salzborn, CDU, bekannte sich für den Wirtschaftsausschuss zu dem Konzept. Es werde eine touristische Belebung für die Stadt geben und durch die Möglichkeit, dass wirtschaftliche Partner später Lagerflächen erwerben sollen, würden auch wieder Gelder in die Stadt zurückfließen. Als Befürworter zeigte sich auch Olaf Tschugala, SPD, für den Bauausschuss. Mit der Lager entstünde eine städtebauliche Aufwertung. Hauptnutznießer wären die Bürger. Gerade im Bereich der Buckauer Industriebrachen gäbe es noch erheblichen Nachholbedarf. Natürlich solle das Ganze auch weiter nach Südosten ausstrahlen. Das Konzept sei gut und es lohne sich, ins Rennen zu gehen. Jens Hitzeroth, SPD, versuchte das Argument zu widerlegen, die Landesgartenschau würde in Konkurrenz zur Bewerbung um die Kulturhauptstadt stehen. Über letztere werde erst 2018 entschieden und die Lager sei auch Kulturförderung. Hitzeroth schloss mit den Worten: Wer heute der Drucksache hier nicht zustimmt, der lässt hier die Stadt der Linden unterfallen. Das möchte ich jetzt mal sagen.
Dem widersprach Wigbert Schwenke, CDU, insoweit, als er meinte, die Räte würden verantwortlich für die ganze Stadt entscheiden. Allerdings sei seine Fraktion gespalten. Zum einen sei die Studie ein klares Signal in Richtung Südost. Allerdings seien die Lagers mehr für kleine und mittlere Städte gedacht. Er sei zwar wegen der finanziellen Kosten skeptisch, aber wenn die Mehrheit mit Ja stimmen würde, stünde er dahinter. Deutlicher wurde wieder Klaus Kutschmann im Bund für Magdeburg. Magdeburg sei das Aushängeschild des Landes und wir sind die Landeshauptstadt und hier ist das Zentrum. Muss man ganz deutlich untersagen. Zum ersten Mal seit 1631 könne es gelingen, das gesamte Elbufer in die Stadt einzubeziehen. Endlich könnte das Skett- und Maschinenbaugelände entwickelt werden. Auch für Jürgen Kanel, Bündnis 90 Grüne, wäre die Lage eine Riesenchance, bei der man auch gleich einige Altlasten los würde. Und es gäbe dort schon jetzt eine gute ÖPNV-Anbindung für späteren Eigenheimbau. Jedenfalls wäre es besser, das Geld in die Lager als in die Otto-Kampagne zu stecken. Wenn die Räte heute nicht zustimmen würden, wären alle Stadtteile ab Buckau frustriert. Olaf Meister, Bündnis 90 Grüne, argumentierte in dieselbe Richtung, bekannte aber auch die Sorge, ob wirklich die angedachten 700.000 Besucher kommen würden. Für Karin Meinecke, Linke, blieben dagegen viele Fragen offen, speziell die zu den Finanzen, zu den Kosten der Altlasten und zum Grundstückskauf, ebenso zu den Fähren und den MVB überhaupt. Sie beantragte daher namentliche Abstimmung über die Drucksache. Olaf Müller, Linke, gab zu, dass seine Fraktion auch nicht einheitlich sei. Die Kritiker überwiegten aber. Vieles aus der Studie sei natürlich wünschenswert. Aber in einem Runderlass für die Lager heiße es, dass die Lager keine Landesstädtebauschau sei. Der Gartenbau komme ihm zu kurz. Helmut Hörold, FDP, hielt die Studie dagegen für eine gute Basis für den Wettbewerbsantrag. Lassen Sie uns den Handschuh in den Ring werfen, rief er den Räten zu. Martin Rorsen, SPD, meinte, wenn wir heute nicht zustimmen würden, hätten wir sofort verloren. Die Chance gäbe es nur jetzt. Michael Hoffmann, CDU, warnte dagegen, wir hätten 300 Millionen Euro Schulden und kein Geld. Bekämen wir die Lager nicht, hätten wir wieder Geld in den Sand gesetzt. Frank Schuster, CDU, war nun wieder anderer Meinung. Die Investitionen würden nun schon von 60 Millionen 2011 über 38, 27 auf 22 Millionen in 2014 sinken. Man könne sich auch kaputt sparen. Handwerker und Gärtner werden die Türen einrennen, prophezeite er. Wir sollten in die Zukunft schauen. Für Hans-Dieter Bromberg, SPD, ist die Lager eine große Herausforderung auch für den Gartenbau. Man müsse auch Motivation für die Bürger schaffen, im Südosten der Stadt zu bleiben. Zum Abschluss der Diskussion erinnerte OB Lutz Trümper daran, dass die Drucksache ja ein Wunsch des Stadtrates sei. Man habe nur 8 Wochen Zeit zur Ausarbeitung gehabt. Es gehe auch erst einmal nur um das Signal. Er finde, das Konzept sei genial. Das finanzielle Feinkonzept gebe es später in Abhängigkeit von den Zusagen des Landes. Ein Änderungsantrag von Bündnis 90 Grüne im Kernbereich der Lager, die Straßenbahnhaltestellen behindertengerecht auszubauen, wurde ebenso mehrheitlich angenommen wie einer der Fraktionen SPD Tierschutzpartei Future, private Interessenten und Eigentümer intensiver einzubeziehen. Abgelehnt wurde dagegen ein Änderungsantrag der Linken, der Bewerbung zur Kulturhauptstadt die Priorität einzuräumen. Lediglich 13 Räte von Linke und CDU stimmten dafür. Somit war schon eine Tendenz für die namentliche Schlussabstimmung absehbar. Letztendlich stimmten alle Räte von SPD, Bündnis 90 Grüne, der FDP und Future geschlossen für die Bewerbung zur Landesgartenschau. Gleiches galt für die beiden Vertreter der Tierschutzpartei und des Bundes für Magdeburg. Die CDU und die Linke stimmten mehrheitlich dagegen, ebenso Matthias Gärtner von der NPD. Endergebnis 30 Mal Ja für die Bewerbung, 16 Mal Nein, 4 Enthaltungen. Was das jetzt für die Stadt, speziell für den Südosten bedeutet, fragten wir anschließend Dieter Scheidemann. Also ich glaube, das Konzept, mit dem wir jetzt ins Rennen gehen dürfen, ist ganz wichtig, weil der Bereich, den wir uns jetzt ausgeguckt haben als Fläche, ist ja die einzig so zusammenhängende Fläche in dem Bereich, mit dem wir uns nach den Vorgaben
der Landesgartenschauen uns bewerben können, dass das eine Fläche ist, die das Sanierungsgebiet Buckau dichter an die südöstlichen Stadtteile heranführt. Insofern städtebaulich hochinteressant. Es wird die Scharnierfunktion in dem Bereich zu Salbke hin wesentlich erhöhen. Und ich glaube, dass wir dadurch eine Verbindung der Stadtteile, die Verbindung der südöstlichen Stadtteile zum Stadtzentrum hin weiter verdeutlichen können. Also mit dem Konzept bin ich per se aus städtebaulichen Gründen sehr einverstanden. Und dass der Stadtrat heute entschieden hat, das als Bewerbungsgrundlage zur Landesgartenschau zu nehmen, erfreut mich natürlich sehr. Nun stehen ja dort in dem Bereich an der Schönebecker Straße die alten Fabrikhallen von Dimitrov, vom Skett. Die stehen ja mehr oder weniger alle unter Denkmalschutz. Es war innen alles leer. Wie werden die mit einbezogen? Bleiben die da so bestehen? Werden die mehr oder weniger was verschönert oder was passiert da? Also ein der Hallenkomplexe soll erhalten bleiben als Ausstellungsbereich für die Landesgartenschau. Die restlichen sollen in ihrer Grundstruktur von den Stahlskeletten herhalten bleiben und einbezogen werden in die Landesgartenschau. Ich glaube, das Ganze interessant. Das wird einmal dem Standort auch gerecht, der vorhandenen Bebauung. Und ich glaube, mit dem Denkmalschutz werden wir da schon vernünftige Kompromisse hinbekommen, dass das Ganze umsetzbar ist. Nun ist ja die Bewerbungsfrist läuft ja bloß bis Ende dieses Monats, also Ende des Jahres ist vorbei. Was können Sie jetzt noch konzeptionell und in Vorbereitung der Bewerbung noch machen, bis in den letzten Wochen sozusagen? Im Grunde genommen nichts. Das Konzept steht ja. Und in den Unterlagen für die Landesgartenschauen steht ja im Grunde genommen, dass man ein gescheites Grundkonzept haben soll. Mit dem geht man ins Rennen. Und dann sind viele weitere Verfahrensschritte dort vorgesehen, ehe man ein ausgeklügeltes Konzept letztendlich für eine Landesgartenschau hat. Also es ist nicht so, dass zur Bewerbung alles fertig sein soll, sondern vielmehr steht in den Richtlinien genau beschrieben, welche Schritte noch zu gehen sind. Und den Grundschritt, den haben wir heute hier getätigt. Wir haben ein, meine ich, gutes Konzept. Wir haben eine ganz handfeste Mehrheit erhalten im Stadtrat dafür. Also ich bin ganz guter Dinge und hoffe natürlich, dass wir den Zuschlag erhalten. Wann wird denn dieser Zuschlag erteilt? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen? Da gibt es einen zeitlichen Rahmen, der beginnt Anfang des Jahres. Da werden die ganzen Konzepte ja auch nochmal gegeneinander abgewogen. Im Frühjahr werden wir dann eine Entscheidung bekommen. Den genauen Termin, lassen Sie es mich eingestehen, habe ich im Augenblick nicht im Kopf. Alles klar, schönen Dank, dann wünschen wir Ihnen viel Glück und viel Erfolg. Denn es gibt außer Magdeburg doch mehr Bewerber. Auch Burg rechnet sich zum Beispiel gute Chancen aus. Die nächste Stadtratssitzung findet planmäßig am 12. Januar 2012 statt. Für dieses Jahr danken wir allen Stadträten und Dezernenten, die uns für Interviews zur Verfügung standen. Schöne Feiertage wünscht allen das Team von Aufgespießt.